Super. So, da. Hab ich hier eigentlich alle Puzzles? Hab ich hier alle geholt damals oder gab es schon ein paar, die ich nicht holen konnte? Wenn ich schon mal hier bin. Na doch, hier habe ich alle. Sehr schön. So. Lang ist es her. Das Schnabelturnier. Okay. Das Treppen. Willkommen zur Meisterschaft im Steinball-Kolossal. Hier läuft alles ein bisschen anders. Du gewinnst mit der niedrigsten Punktzahl. Wir befinden uns am Anfang des Viertelfinals. Was mit der niedrigsten Punktzahl? Was ist das für ein Scheiß? Muss ich Tore bei den anderen machen oder was? Das ist jetzt nicht mehr die Meier-Ausliga. Möge der beste Steine gewinnen. So, wie kann auch nicht gehen. Ja, ja, schön da reinschießen. Mach ihn nicht bei mir. Kai, wie die mich nicht braucht. Fuck. Nein! Ich gewinne zu null. Boah. Du hast das Viertelfinale gewonnen. Jetzt kommst du in das Halbfinale. Toll, voll jammer hier. Oha. Der Halbfinale. Du spielst jetzt gegen die wahren Jungs. Möge der beste Steine gewinnen. Ah, natürlich. Jetzt beginnen wir alle mit 50 und müssen unseren Score runterbringen, so schnell wie wir können. What the? Alter! Was? Das war knapp, irgendwie. Du hast das Halbfinale gewonnen. Das Finale im Steinbock-Kolossal steht an. Ui, Gänsehaut. Du bist nie der Kolosseum-Champion. Möge der beste Steine gewinnen. Okay, jetzt kommt beides zum Einsatz. Oh, what the fuck? Hey, yo, wow, wow, wow. Alter, Alter, hör auf, mein Reporter voll zu spammen. Fuck, was hat den Typen da? Oh, what the fuck? Der Rot ist ein scheiß Pisser. Ja, sehr schön. Nein! Ja, ich hab gewonnen.
Boah, ganz knapp. Ich erkläre dich zum neuen Champion im Steinball Kolossal. Bekommen wir eine Trophäe? Natürlich. Wee! So. Bin ich Champion im Steinball Kolossal? Was immer das den Titel also bewährt hat. So, zurückfahren. Zack, 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 zack. Zack. So, auch wir haben nicht alle Noten, das wundert mich ein bisschen. Also ich kann mich echt an keinen Notenschlüssel erinnern. Oh, Kamera. So, zurück. Steinball-Gipfel. Okay, Also mal schauen. Aber nein, das ist falsch. Start. Statistik. Gesamtübersicht. Da 22 Noten fehlen. Der Kodexseite ist über uns. Eine Honigwabe, keine Ahnung. Und zwei Gingos. Boah. Die 20 Noten nerven mich gerade extrem. Also extrem ist übertrieben, aber ein bisschen nerven sie mich gerade. Aber sie sind mir auch nicht so wichtig. Bei wo könnten sie sein? Ah. Au, au. Au, au. Ah, Moment, wie mache ich das Wasser kaputt? Das will ich jetzt wissen. Naja. Keine Ahnung. Gut, das letzte Puzzlestück kann ich noch nicht holen. Also habe ich eigentlich alle Puzzles. Wie schon erwähnt. Und ja. That's it. Ja, ich scheiße auf die 20 Noten im Moment. Die hole ich mir vielleicht später. Ich bin dafür, dass ich das überstanden habe und dass ich Segel habe. Da, wo kann? So, gehen wir. So, das hier, gut. Okay. Welt 7, so gut es geht, abgeschlossen. Bis auf die Note. Oh, wohin ist da oder so? Und irgendwo hinten waren doch so Schuhe. Da. Der Weg da oben ist nichts Gutes. Schwarzer Ginger. Brauchen. Okay, so runter hier. Wir gehen erstmal zum Gingerdorf. Und dort aus dann zu einem alten Bekannten. So.
Denn wie ich schon vorher erwähnt habe, haben wir 5 neue Seiten dazu bekommen. Also bekommen wir auch noch einen Cheat, wobei ich jetzt echt nicht weiß, was uns geben will. Nach Federn und Eiern, also wenn, dann muss es was mit der Health sein. Dass uns irgendwie die Health verdoppelt oder so. Was ziemlich geil wäre. Aber ich glaube nicht, dass das so freundlich ist. Wollte ich irgendwie... Keine Ahnung, ich weiß es echt nicht. Echt nicht raus. Warte, okay. Kein Scheiß machen. Okay, hier kann man klettern, gell? So, Gelato! Großartig, es sind genug Zeiten, um dir einen neuen Cheat zu verraten. Höchste Zeit, los, raus mit der Sprache. Gib mir erst meine kostbaren Zeiten her. Zu dir ist verpflichtet. Der dritte Cheat lautet... Ballproof. Dann, boah, geil. Nun, das sind alle Cheats, die ich dir im Moment geben kann. Falls du mehr Seiten findest, weißt du ja, wo ich bin. Geil, fallproof. Theoretisch müsste das heißen, dass ich keinen Fallschaden erleide. Fallproof. Das wäre mal geil. So, etwas, was ein netter Zuschauer mir in den Kommentaren geschrieben hat, was ich vergessen habe, ganz am Anfang, was ich erwähnt habe, dass man diesen Stein jetzt zerstören kann und... Das ist ein Fisch. Ja, Bottles, shut the fuck up. Ja! Ach, das ist um einiges besser. Solltest du nicht im Wasser sein? Dort ist es sicher. Ist recht, wenn ich ihn nicht bald in mein Wassergraben am Spiralmantel zurückkomme, muss ich vertrocknen. Dann sollen wir dich jetzt wohl mitnehmen. Naja, ich würde ja selber hingehen, aber die Goldfische sind wie in Bezug auf Beine etwas minder bemittelt. Okay, komm. Danke, Leute. Vielleicht sind euch diese extra Luftblasen von Nutzen. Luftblasen? Wir haben wenigstens einen Puzzle dafür. Sorry, ich habe keine mehr, aber ich zeige euch noch, wie man schneller schwimmt. Und einfach auf X gleichzeitig gedrückt. Tschüss. Genau, das habe ich mir bei Jolly Roger gewünscht. Das da. Hoppla. Ja. Okay. So, wir können länger die Luft anhalten, können schneller schwimmen. So, jetzt geben wir noch den neuen Cheat ein. Ballproof. So, mystischer Mulde. Okay, mein Stempel, wo waren das mal? Ich glaube, er doch hier. Jetzt links, genau. Smaragdschlange. Ein. Ein Scheiß. So, also. Was wollt ihr? Fallproof. F A L L Fall B R O O. Und wo ist das F? Proof. Der Fallproof Cheat schützt euch bei einem Sturz aus großer Höhe. Ja, it's easy as that. Aber das ist extrem wichtig. Schauen. So, unbeschädigter Sturz. Unbeschadeter Sturz. Sehr schön. So. Das ist ein sehr nützlicher Cheat. Hätte mir bei Welt 7 schon ein extrem gut geholfen. So, okay, eine rauskommen. Dann ist es Zeit, dass wir Kusos Aufgabe 8
in Angriff nehmen. Genug Puzzles habe ich mir ganz bei der so ist ja klar. Ja, wie 45, wir haben 62, ey. So, lang ist's her. Zeit, die letzte Welt, glaube ich, zu öffnen. Welt 8, ja. So, Puzzleaufgabe 8. Okay. Also. Stimmt doch. Und nicht? Aha. Also, wie schon gesagt, immer zuerst den Rand. Wenn ich es einfach machen will. Wobei, das ist echt nicht schwer. Hey, wäre denn jetzt ein Standbild? Dann vielleicht. Wobei, nein, selbst. Nein, das ist nicht schwer. Aber ich bin einfach nur ein Puzzle-Genie. Nein, da oben. Das kommt aber hier. Nein, hier. Das gleich daneben. Komisch, weil in. Fuck. Es gab in Banjo-Kazooie gab es Aufgaben, da musste man auch die Puzzleteile drehen. Hier dagegen ist es voll simpel, wenn man sie nicht mehr drehen muss. So. Er hat Puzzles Aufgabe 8 gelöst, nun wird er ihm den Weg weisen. Ja, Zeit für deine unglaubliche Macht. Siehe die Macht des gewaltigen Puzzello. Excellent Bildlaut. Aha. Man könnte sagen, dass eigentlich das die schwerste Welt ist. Aber wie gesagt, ich kann mich kaum an die Welt erinnern. Also nicht. Sie war ein Pain in the Ass, das weiß ich noch. Aber vielleicht hieß es nicht mehr. Er ist in der Tat der Auserwählte. Er hat sogar genug Puzzlos für Puzzlos Aufgabe 9. 9? 55? Ja, das muss warten. Das machen wir wieder da. Aber das ist im nächsten Park, ist ja klar. So. Will ich verraten, wie es zu der Welt geht? Ihr habt ja schon gesehen, wo der Angel ist, aber wie man da genau, also wie es da weitergeht, seht ihr dann erst im nächsten Part. Ja, Steinhauer-Gipfel vorbei, eine coole Welt. Und ja, kein Fazit an dieser Stelle, kommt jetzt am Schluss dieses Spiels. Gut, dann bis im nächsten Part und sehen wir Welt 8. Mach's gut.